Wenn ihr ein neues FIFA 20 haben wollt, geht auf inema.com, holt euch zweimal 30 Euro PSN-Karte und einmal eine 20 Euro PSN-Karte. 80 Euro PSN-Guthaben und ihr zahlt weniger als 63 Euro. Nehmt den Code Chappy dazu, bekommt noch 3% da drauf. Leute, es lohnt sich absolut. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich nehme das hier noch zu richtig später Abendstunde auf, aber ihr habt es ja in den letzten Wochen gesehen, es kommt sehr, sehr viel Content von mir. Es gibt gute Neuigkeiten, es gibt schlechte Neuigkeiten und das Hauptthema heute ist einfach das unglaubliche Supply Drop Chaos, was in den letzten zwei Tagen oder eher 24 Stunden, 36 Stunden entstanden ist. Um das einmal für euch kurz zusammenzufassen, bevor wir aber anfangen, tut mir den Gefallen und lasst jetzt ein Like da. Ich kann euch nämlich sagen, nach den News, die es von Infinity Ward gibt, die ich euch heute sage, das Spiel ist neu bestellt, Modern Warfare, ich werde es spielen, das hat einen besonderen Grund. Das heißt, wenn euch das freut, lasst gerne ein Like da, ich würde mich riesig drüber freuen. Ihr werdet mitten im Video einen Code eingeblendet bekommen, das sind 12 Ziffern, Buchstaben, Zahlen, das ist ein PSN-Code. Mein Partner ineva.com hat mit mir einen kleinen Deal, weil ich mir gesagt habe, die Likes auf den letzten Videos sind unglaublich, wirklich unglaublich für die Aufrufe. Und ich möchte gerne ein bisschen was zurückgeben und ihr wisst, ich bin ein kleiner Geizhals, also macht Ineva das für mich. Jedes Mal, wenn wir in diesem Monat über 250 Likes kommen, werde ich im nächsten Video, was auf das Video davor folgt, einen PSN-Code mitten in das Video schneiden. Das heißt, der es zuerst sieht, kann dann gerne draufklicken, kann sich den einlösen. Das werden zwischen 5, 10, 15 und 20 Euro PSN-Code sein. Das machen wir genauso lange, wie wir in dem Video 250 Likes schaffen. Das heißt, Leute, ihr wisst, was das Ziel heute ist. Der erste Grund, warum ich Modern Warfare jetzt tatsächlich heute vor nicht mal einer halben Stunde über Ineva-Guthaben natürlich gekauft habe, ist relativ einfach. Infinity Ward hat gestern auf Gaming Revolution geantwortet. Gaming Revolution hat die letzten Wochen sehr, sehr viele Leaks rausgehauen und davon sind sehr, sehr viele wahr gewesen. Und eins dieser Stories und Videos, ich werde nicht alles, was er erzählt, hier weitergeben. Ich werde es aber unten als einen ersten Link verlinken. Ihr könnt gerne selber drauf gehen. Was er im Grunde gesagt hat, er hat erklärt, wie die Mikrotransaktionen mit den Supply Drops in Modern Warfare aussehen sollen und hat darüber ein 17-minütiges Video gemacht. Infinity Ward, um es ganz genau zu nehmen, der Art Director von Infinity Ward, hat auf Twitter einen großen Post gestern losgelassen und gesagt, ich blende euch das ein, es ist schon wieder viel Missinformation und viel Gelüge hier dabei. Wir arbeiten derzeit nicht an Supply Drops. Das ist das, was er geschrieben hat. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein. Wir von Infinity Ward arbeiten, es steht da derzeit, nicht an Supply Drops. Das kann natürlich heißen, es gibt schon welche, die fertig fürs Spiel sind, die kommen später. Das heißt, man kriegt Waffen und sowas daraus, was sie ja eigentlich nicht machen wollten. Genauso kann es heißen, dass ja Activision daran arbeitet. Genauso kann es heißen, nur jetzt gerade arbeiten wir nicht daran. Aber das ist schon mal ein klares Statement. Dazu gab es noch ein paar Sätze und die Info, dass es noch ein Video diese Woche dazu gibt, wie Supply Drops in Modern Warfare aussehen sollen. Und diese Aussage, dass die so knallhart aber getroffen wurde, hat mich schon mal überzeugt zu sagen, ich werde dem Spiel auf jeden Fall eine faire Chance geben. Ihr wisst, ich war von der Beta nicht wirklich überzeugt. Es gab zu viele Sachen, die mir nicht gefallen haben. Der Netcode ist immer noch eins der größten Probleme, sprich warum die Pingrate der Server nicht so richtig läuft und. Aber ich lasse mich davon überraschen. Ihr werdet so viel Content kriegen, wie ihr noch nie bekommen habt. Und jetzt die nächste Überraschung für euch. Ich habe mir heute eine Woche Urlaub genommen und zwar ab dem Tag des Release. Ihr werdet jeden Tag Videos bekommen, Streams und alles Mögliche und wir werden genau die allererste Woche so viel durchziehen, wie wir können. Natürlich dürfen wir diese Aussage von Infinity Ward und vom Art Director nicht zu hoch nehmen. Die wollen die Vorverkaufszahlen weiter hoch haben, die wollen mehr Spiele verkaufen und wie in Black Ops 4 kann es durchaus sein, dass wie das Versprechen aktuell ist, die Supply Drops kommen nur, indem man zum Beispiel etwas, Gaming Revolution hat mit seiner Quelle angegeben, es heißt Keys, also Schlüssel. Ihr spielt ein, zwei Runden, ihr bekommt ein, zwei Schlüssel. Ihr macht ein, zwei Herausforderungen, ihr bekommt ein paar Schlüssel. Ihr macht bei Spec Ops was, ihr kriegt Schlüssel. Diese Schlüssel sind eine Art Krypto-Keys, wie in Black Ops 3. Ihr könnt also die Supply Drops direkt mit diesen Schlüsseln kaufen. Das ist dann ein bisschen besser als zum Beispiel in Black Ops 4, wo ihr halt nur diesen Balken füllen konntet und dann Kisten bekommen habt. Und nach einem halben Jahr kam dann die Herausforderung, wodurch ihr andere Kisten noch bekommen konntet. Es gibt wieder verschiedene Variationen von Sachen in diesen Kisten. Das ist Common, Rare, Epic und Legendary. Das alles und ist in diesem Video von Gaming Revolution mit eingebettet. Aber Infinity Ward hat gesagt, nein, sowas gibt es nicht und
wir kennen alle Activision. Wir wissen, dass die geldhungrig sind. Supply Drops werden, selbst wenn sie nicht beim Release drin sind, gebt dem 4-6 Wochen, dann werden die ersten Waffen da drin sein und. Und die Waffen da drin sind überhaupt kein Problem. Es geht eher darum, dass jeder Spieler die faire Möglichkeit haben sollte, Dinge, die nicht nur kosmetisch sind, also Skins, Waffencamos, Sticker, alles mögliche, sondern richtige Waffen, die halt Stat-Veränderungen haben. Jeder Spieler sollte die faire Möglichkeit bekommen, diese zu bekommen, ohne Geld auszugeben. Und so, wie das Statement aktuell aussieht, von dem Art Director von Infinity Ward, werden wir zumindest die ersten Wochen, vielleicht bis nach Weihnachten, dieses System so auch haben. Was genau hinter den Kulissen ist und was sich Activision da vielleicht kurzfristig irgendwann einfallen lässt, weil ihr müsst immer bedenken, Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer, die können das nicht selber entscheiden. Die machen das Spiel nach den Vorlagen und die Shareholder, die natürlich bei Activision und Call of Duty sehr, sehr viel Geld investieren, die sind dann nachher dafür da zu sagen, okay, wir wollen noch mehr Geld, wir wollen noch mehr, wir sind noch geiriger. Das heißt, Activision wird dann irgendwann eindrücken und sagen, okay, Supply Drops werden jetzt aktiviert oder ihr bringt jetzt Waffen wie in Black Ops 4 rein. Aber für den Anfang des Spiels ist das schon großartig. Jetzt kommt dazu aber ein Problem, was ich mit dem Ganzen habe. Und zwar, Gaming Evolution hat eine sehr sichere Quelle, die in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehr viel geleakt hat, was zu 99,9% bisher gestimmt hat. Er hat einen Tag, bevor das so rauskam, noch deutlich gesagt, hey, es gibt Supply Drops, ihr werdet sie mit Keys freischalten können, da werden Waffen drin sein. Die allererste DLC-Waffe, die in Modern Warfare rauskommt, wird die Crossbow sein. Danach hat er gesagt, die zweite Waffe, das ist natürlich immer nach dem Stand jetzt, das kann sich in Wochen ja noch ändern, wird die DSA sein. Das dritte wird die Intervention sein. Die vierte Waffe wird die Honey Badger sein. Ihr kennt das aus Ghost, meine Lieblingswaffe. Und Leute, egal was ich zu Haptic gesagt habe, weil er 500 Euro für eine VMP ausgegeben hat, die er eh nicht bekommen hat, um im Video dann zu sagen, macht es nicht. Wenn die Honey Badger in Modern Warfare kommt, werde ich einen Kredit aufnehmen auf alles, was ich habe, um diese Waffe zu bekommen. Ich werde es... Ja, ihr könnt mich sündigen, ihr könnt mich kreuzigen, wenn ihr wollt, aber... Dieses Waffenfeeling, andere von euch haben das mit der Intervention vielleicht, mit der MP5 vielleicht, ich habe es einfach mit der Honey Badger gehabt. Auf jeden Fall, diese Waffen sind nach aktuellem Stand die Waffen, die als allererstes reinkommen sollen und so wie es aussieht, werden wir diese Waffen nach aktuellem Stand, wir müssen immer abwarten, was noch kommt, so bekommen, dass wir die Möglichkeit zu dem Ganzen kriegen, sie frei zu bespielen im Prinzip. Ihr macht drei Herausforderungen, ihr müsst so und so Punkte sammeln, dann kriegt ihr eine Kiste und könnt das öffnen. Dazu kommt es, dass es eine neue Kiste geben soll. Das ist jetzt wieder das, was Gaming Evolution behauptet, und zwar eine Art lilane Kiste. Ihr bekommt eine lilane Kiste, indem ihr eine Art Barometer auffüllt. Das füllt sich auf mit Siegen, mit Kills, mit dem neuen Plumber. Das ist, ihr sammelt Geld im Battle Royale Modus, der Free-to-Play sein soll. Das sind so die Leaks, die bisher rausgekommen sind. Ihr sammelt dieses Geld und könnt das zwischendurch zur Bank bringen. Also ein bisschen wie ein GTA von denen von euch, die das kennen. Und wenn ihr es nicht zur Bank bringt und Risiko geht und die Runde gewinnt mit dem Geld in der Tasche, kriegt ihr einen Multiplier. Also ihr habt 1000 Taler in der Tasche, ihr gewinnt eine Runde Battle Royale in Modern Warfare, dann kriegt ihr mal 5 das Ganze. Und damit kann man sich dann auch wieder Kisten kaufen. Also es soll einige Möglichkeiten geben, wie man Kisten erwerben kann, um an die Waffen ranzukommen. Es soll Sticker geben, Emotes, Designs, Grafiken, Waffenskins, Charakterskins, Operatorskins. Es soll die... Annihilations Game, also ihr habt das bestimmt schon öfter mal im 2 gegen 2 Gun Modus gesehen, wo man von, wenn man hinter einem ist, so eine coole Animation macht, die sollen da auch mit drinne sein. All solche Sachen finde ich mega cool. Dazu hat er jetzt gesagt, das ist auch von Infinity Ward bestätigt worden, es wird eine Art Weltrangliste geben im Gunfight Modus. Viele von euch, habe ich gesehen in den Kommentaren, feiern den 2 gegen 2 Modus. Ich finde den cool. Ich fand ihn in der Alpha ein bisschen langweilig, das kann aber auch daran liegen, dass es halt nur 3 Maps waren. Das war nicht so meins, aber jeder, der Spaß dran hat, ich kann es total verstehen. Das ist wirklich mal wieder was richtig Cooles. Es soll eine Art Rangliste geben, das heißt, man könnte in Streams richtige Turniere spielen. Ihr werdet dann eben mit 64 Spielern in so eine Rangliste gesetzt und dann geht's nach oben. Wer gewinnt, spielt gegen das Team, das gewinnt, und wer verliert, spielt gegen das Team, was verliert. Das ist mega cool und da habe ich richtig Bock drauf. Und das sind so Sachen, wo man dem Spiel doch merkt und Infinity Ward, dass die wirklich 3 Jahre brachial darauf verbracht haben, dieses Spiel zu entwickeln.
Es soll noch ein Video von Gaming Revolution, von der Leak-Quelle und von Infinity Ward jeweils kommen. Die arbeiten so aktuell ein bisschen gegeneinander, wie es mir im Netcode aussieht, wie man die Ping-Rate höher setzen möchte, warum die Herzrate so tief ist, warum es ab dem ersten Tag vielleicht noch kein Scoreboard gibt. Dazu kamen die Infos, es wird den Spezi-Bonus ab dem ersten Tag geben und wenn ihr mich in der Lobby seht, dann könnt ihr davon ausgehen, ich spiele nur Spezi-Bonus. Es sollen noch zwei neue Streaks dazukommen, haben wir jetzt gehört. Eine davon ist eine Sentry-Gun, die ihr aber selber steuern müsst. Das heißt, ihr stellt die nicht irgendwo hin und die schießt dann, sondern ihr müsst sie selber steuern. Kann ich mir wieder sehr gut im Ground War Modus vorstellen. Also da ist richtig was los gewesen und Gaming Revolution mit seiner Quelle, die immer noch nicht genannt ist und die wird er auch so schnell nicht nennen, hat sich da so ein bisschen mit Infinity Ward jetzt aktuell angelegt, denn Infinity Ward sagt, hey Leute, wartet ab, was das Spiel bringt, wartet den Release ab und wir kennen das leider, es muss ich ganz ehrlich sagen, wir kennen das von den Release, auch von Black Ops 4, die ersten 3-4 Wochen, falls ihr euch erinnert, war nichts im Schwarzmarkt, was nicht nur kosmetisch war und die ersten Waffen auf schwierige Art und Weise kamen mit dem ersten Battle Pass, den wird es auch geben, der wurde aber aus dem Multiplayer jetzt bei Modern Warfare wieder rausgenommen, der Battle Pass wird nur im Blackout-Modus oder im Battle Royale-Modus drin sein. Da scheint es sehr, sehr viele Änderungen sehr kurzfristig zu geben und das ist immer gut. Änderungen gerade kurz vor Ende ist immer gut. Jetzt würden einige sagen, hä, warum ist das gut? Das hat einen einfachen Grund. Diese ganzen Änderungen kurz vor Schluss heißt für mich, dass sie auf die Kritik und auf diese ganzen Leaks reagieren. Und wir haben zumindest die ersten Wochen, ersten Monate in Game, was nicht voll mit Supply Drops ist, wo nicht jeder, der viel Geld ausgibt, bessere Waffen bekommt, sondern eins, wo jeder gleichermaßen Spaß haben kann. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie diese ganze Entwicklung später ist. Aber fürs Erste ist das wirklich etwas, was mich positiv stimmt. Und jeder, der Lust auf dieses Spiel hat, kann mit gutem Gewissen daran gehen und sagen, die Anfangszeit wird, glaube ich, richtig gut. Ich hoffe es, ich wünsche es mir so sehr, dass wir nach so vielen Jahren der Enttäuschung mal wieder ein richtig gutes COD bekommen. Und das Setting, und das habe ich leider schon bei Black Ops 4 damals gesagt, das Potenzial von Black Ops 4 war das größte Potenzial, was wir jemals in einem COD haben, wenn es nach mir geht. Das wurde leider aufgrund von Entscheidungen von Treyarch und Activision dermaßen verschenkt, dass es am Ende eins der schlechtesten CODs aller Zeiten wurde. Mit allem, was dazu kam. Kein Support mehr, anstatt 3 Jahre wurde es nur 1 Jahr supported. Es kamen Updates, die schon ein halbes Jahr vorher fertig waren. Es gab keine Innovationen mehr. Da gab es so vieles, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Ich bin natürlich sehr, sehr skeptisch, wie das jetzt mit Modern Warfare am Ende ausgeht. Welche Änderungen wir zum Release noch sehen. 25. Oktober geht's los, Leute. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, dass es was Gutes werden kann. Und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, ich bringe euch diese ganzen Infos. Guckt bei Gaming Revolution vorbei, wenn ihr wollt. Ich habe es mir heute neu bestellt. Ich werde ab dem 25. dabei sein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Ganz, ganz viel Spaß mit dem Guthaben von der PSN-Karte, wer auch immer sie jetzt diesmal gewonnen hat. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich bin raus, Leute. Haut rein.